Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute hat mich die Glossy Box von November erreicht. Die Außenverpackung sieht so aus, das ist so die Standardverpackung. Von außen her. Es gibt ja zu bestimmten Zeiten andere von außen spezielle Designs, so die jeweilige Themen. Meistens ist das in Oktober ein anderes Design. Es gibt Monate, wo die anderes Design etwas haben als sonst. Die sieht so aus. Von innen sieht die so aus. Also das Thema diesmal ist Rock Glam Edition. Bereit fürs Rampenlicht. Zeig ihm mal alle, was in dir steckt. Unsere Rock Glam Edition steht dir dabei zur Seite und verleiht dir mit außergewöhnlichen Must-Haves das gewisse etwas an selbstbewusster und glossy Ausstrahlung. In unserem täglichen Magazin findest du wie immer alle ausführlichen Infos zu deinen Boxen zusammenstellen, sowie inspirierende Toppings rund um unser Monatsthemen. Diesen Code könnt ihr scannen und dann seht ihr, welche Produkte drin sind in der Box und auch wie viel die von Wert haben. Es können aber auch sein, dass es Abweichungen bei manchen Produkten gibt. Das heißt, die Produkte, die ich in der Box habe, können vielleicht etwas abweichen. Ich habe versucht zu scannen, aber ich finde die Produkte dazu nicht. Keine Ahnung. Also, einen kurzen Blick jetzt. Ich glaube, ihr könnt schon so leicht erkennen. Fangen wir mit dem ersten Produkt an, das ist von Spectrum. Apfel Smoke Shader. Das heißt, das ist so ein. Ich möchte euch den zeigen, aber dafür muss ich den erstmal rauskriegen, den Pinsel. Oh mein Gott. Genau. Den könnt ihr super zum Augen-Make-up benutzen, den Pinsel. Dann habe ich hier Tease to Die For Eyeshadow. Das ist ein einziger Eyeshadow, der sieht so aus. Das ist so ein leicht silberner Ton. Ein sehr, sehr schöner Ton und ist gerade richtig zu dem Thema sehr, sehr passend. Dann habe ich von Commodity oder wie die heißt, Piper. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche. Da habt ihr so ein, das müsste so ein Duft oder was? Ja, genau, das ist so ein Duft. Also, für mich ist das ist so ein, den können sowohl Frauen als auch männliche Personen tragen, weil das ist so ein Unisex. Für mich muss ich sagen, ist es nicht so ganz meins, der Duft von der Marke. Hier drin habt ihr 5 Milliliter. Dann habe ich von Shabens, von den Skin Booster habe ich wieder einen drin. Ich glaube, in der letzten, entweder habe ich das in den Glossy Box Oktober drin gehabt, oder von der Pinkbox Oktober drin gab auch schon so von Shabens ein Skin Booster. Da hatte ich, glaube ich, den Pore Minimizing Primer. Auf jeden Fall war der grün. Und jetzt habe ich den so im bläuliche. Das ist der Hydro Skin Booster. Feuchtigkeitsserum. Polstert von innen auf und festigt die Haut. Hyaluronsäure. 48% mehr Hautfeuchtigkeit. Vermindert Trockenheitsfältchen, füllt das Feuchtigkeitsdepot auf. Den könnt ihr zweimal bis dreimal pro Woche verwenden. Das heißt, den nicht jeden Tag, sondern wirklich nur zwei bis dreimal die Woche sollen. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Produkt, gerade die trockene Haut haben. Aber es ist auch gut geeignet für ölige Haut, weil die ölige Mischhaut, die braucht
zwar kein Fett, aber die muss auch mit Feuchtigkeit versorgt sein. Ich glaube, die meisten wissen nicht, dass die auch feuchtigkeitsspendende Produkte nehmen, weil die denken, es würde nachfetten. Es ist wichtig, dass da keine Fette drin sind, sondern dass es wirklich dann feuchtigkeitsspendende Wirkung, Inhaltsstoffe drin habe und solche Gesichtspflegeprodukte dann. Weil das Wichtigste bei Öligehalt ist auch, dass man der auch Feuchtigkeit gibt. Trockene und spannende Haut gehören dank des Hydro Skin Booster der Vergangenheit an. Die leichte Rezeptur des hochwirksamen Serums zieht schnell ein und füllt das Feuchtigkeitsdepot der Haut nachhaltig auf. Runzel zählt zu den Geheimwaffen gegen trockene Haut. Das Serum mit kurz- und langkettiger Hyaluronsäure versorgt mit Feuchtigkeit und sorgt für einen frischen Ausstrahlung. Dadurch verleiht es der Haut ein sofortiges Wohlgefühl. Dann habe ich etwas wieder von Bilou drin. Das ist so ein Bilou Made with Love Repair Spray. Apricot Shakes from. Also das ist so ein Blue Repair Spray. Außergewöhnlicher Duft, die euch den Tag versüße. Blue Apricot Shake Dufte. Verführerisch fruchtige süße Aprikose. Shake mit frischer Joghurt Topping. Let's shake. Sprühkur. Repariert dein Haar. Pflegt bis in die Spitze und sorgt für ein weil die Kämmerkeit. Das könnt ihr auf Länge und Spitze in das feuchte Haar aufsprühen. Das ist mit Bambus, Gucci-Beere-Extrakt, Macadamia-Nussöl und Patinol. Patinol ist ja ein Inhaltsstoff, der beruhigend wirkt. Und hier drin sind 150 Milliliter. Das ist auch natürlich ein sehr, sehr gutes Produkt. Und so in den Boxen lernst du wirklich Marke kennen, die du vielleicht so nicht kaufen würdest oder vielleicht du auch von denen nicht so wirklich noch nie was gehört hast. Bei Bilou gibt es eine Sache und meistens sind auch mehrere Produkte von Bilou schon drin gewesen im Boxen. Dann kommen wir zu dem letzten Produkt aus der Glossy Box. Das ist der Gift Lala Beauty Lip Duo. Also Lip Liner plus Lipstick. Die kommen so. Und die Farbe werde ich euch zeigen. The Peach. Beach. Das ist so ein. Das ist schon ein schöner. Das ist schon ein wärmlicher Nude-Ton. Der geht schon leicht ins diese erdige, warme Braunton. Das ist eine sehr, sehr schöne, tragbare Farbe. Dann kommen wir jetzt zu den Lip Liner. Also der hat 3,5 Gramm und das ist jetzt der Lip Liner. Auch in der gleichen Farbe. Das sieht so aus. So, das waren jetzt alle Produkte aus der Box. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar, gerne in die Kommentare, welches Produkt eure Highlight-Produkt war aus dieser Box. Da hoffe ich, ihr abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Zu den verschiedenen Videos, die ich abdrehe. Adventskalender, Unboxing, Beauty Boxen, Unboxing-Videos drehe ich. Also ich habe die Pink Box, ich habe die Glossy Box, die ich auspacke. Und natürlich gibt es auch Sammlungsvideos auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch gefallen die Videos, die ich hier drehe. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Ich hoffe, es geht euch alles gut. Ich hoffe, ihr schaltet dann zum nächsten Video wieder ein. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.